Servus, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von EnforceTech TV, live von der EnforceTech 2023. Ich bin jetzt am Stand von Deal Defense. Mit mir ist der Herr Wolf. Herr Wolf, servus und vielen Dank erstmal für Ihre Zeit. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wie gefällt Ihnen die Messe? Wie gefällt Ihnen der erste Tag? Wie haben Sie die Messe erlebt? Ja, wunderbar. Ganz viele tolle Zuschauer, ganz große Messe. Wir sind ja schon seit Jahren dabei. Und haben jetzt mitbekommen, wie die Messe eigentlich gewachsen ist. Sie ist gewachsen, ist die größte Messe, glaube ich, die es jemals gab hier bei der EnforceTech. Ist tatsächlich so. Ja, und viele Fachbesucher, ganz tolle Interviews und ganz viele Gespräche mit den Kollegen vom Fach. Ja, viele wirklich tolle Gespräche über technische Details. Man kann hier gut connecten, ne? Genau, und auch viele Ideen sammeln zur Verbesserung der Produkte, die wir hier heute am Stand haben. Ich glaube, das ist auch die Energie der Messe, dass man einfach merkt, okay, zum einen gibt es wahnsinnig tolle Innovationsimpulse und gleichzeitig trifft sich hier die großen Platzhirsche der Branche zusammen mit den kleinen innovativen Unternehmen. Wir sind heute hier bei Ihnen am Stand von Deal Defense und für die zwei Leute, die Ihre Firma noch nicht kennen, bitte, was macht Deal Defense eigentlich aus? Ja, Deal Defense ist ja ein Familienunternehmen, schon seit Jahrzehnten in dem Bereich, Defense-Bereich unterwegs. Hauptprodukt, glaube ich, das haben alle, wo viele schon gesehen, ist das Luftverteidigungssystem, das wir jetzt gerade am Markt haben. Wir machen auch ganz viele andere Sachen, von denen man einiges heute hier sehen kann. Einiges werden wir zeigen heute auch im Video. Genau, und einige Sachen als Drohnenabwehr werden wir sehen, spezielle Lösungen für Panzerabwehr, Remote Weapon Stations und natürlich auch unbemanntes Fahren. Unbemanntes Fahren ist der Kicker. Das Thema Unmanned Ground Vehicle, quasi die nächste Generation des Infanterie-Support. Da stehen wir heute davor, vor dem Ziesel. Bitte, holen Sie uns doch einmal ab. Was kann der Ziesel, was macht er, welches Problem löst er und wo wird die Lücke da im Support der Truppe geschlossen? Ja, die Lücke besteht vor allem darin, dass der Soldat heutzutage 75 Kilogramm und mehr an Gepäck tragen muss. Immer mehr Equipment, immer mehr Technologie, immer mehr Gewicht. Ja, genau. Dementsprechend erschöpft es im Einsatz, wenn er mal am Einsatzort auch ankommt. Ja. Und die Lösung, die wir jetzt auch sehr, sehr viel mit der Bundeswehr schon erprobt haben mit dem System, ist der Ziesel, also ein Infanterieunterstützungsfahrzeug, unbemannt. Ja. Das heißt, es ist in der Lage, dem Soldaten eigenständig zu folgen, ohne dass der Soldat ständig mit einem Joystick arbeiten muss. Er hat die Hände frei, kann seine eigentliche Arbeit tun, die Umgebung beobachten, auch mit seiner Waffe wirken und hat gleichzeitig das Fahrzeug hinter sich, bei sich, sein Equipment dabei, ist schneller, ist mobiler, weil das Fahrzeug das Gewicht trägt. Ja, und bevor wir zu dem Thema autonom kommen, würde ich einmal sagen, lassen Sie uns doch am besten unten starten. Für das Thema Unmanned Ground Vehicle ist ja immer die Herausforderung des Terrains. Eine ganz besondere Rolle spielt das. Wie ist der Ziesel da aufgestellt? Genau, also wir haben uns extra für eine etwas kleinere Plattform entschieden. Unten in der Basis ist das die Plattform Rovo von der Firma Matro aus Österreich. Kommt also gar nicht von uns. Ja. Wir militarisieren sie nur. Der Vorteil von der Plattform ist der, dass sie halt, wie gesagt, kleiner ist. Daher im Gelände Wald, was ja immer noch der Haupteinsatzort einer Infanterie ist heutzutage, zumindest in Deutschland, viel mobiler ist. Wir können um die Bäume herumfahren, wir müssen nicht herumfahren, wir müssen nicht umfahren. Und, dementsprechend sind wir auch leiser unterwegs. Yeah. Und leiser ist auch ein anderes Thema bei der Plattform, die ist voll elektrisch. Super. Das heißt, kein Verbrennermotor, kein Tuk-Tuk-Tuk-Tuk wie ein Diesel. Das hat natürlich mal so eine Reichweiten-Thematik, Reichweitenproblem, der angesprochen wird, ist aber hier gelöst, dass wir einen Wechselakku haben. Ah, okay. Ja, also, wenn der Akku leer ist, hinten raus, neuer rein und dann geht's weiter. Der Nachschub muss nur den Akku nachliefern. Yes. Ich brauche keine Wallbox irgendwo im Wald finden, was etwas schwierig sein könnte. Das ist gut. Ja. Und selbst mit einem Akku haben wir eine Reichweite von 40 Kilometern. Was und 24, ja schon Wahnsinn ist, 24 ne? Stunden Einsatz. Also muss der Soldat auch erstmal laufen. Wir haben vorhin über das Thema autonome Orientierung gesprochen. Ich kenne noch die erste Generation der Unmanned Ground Vehicle. Da stand tatsächlich jemand immer hinter oder vor, der mit einem Joystick arbeiten musste. Wie ist das Problem hier gelöst? Genau, also grundsätzlich ist es natürlich immer noch möglich, das Fahrzeug teleoperiert zu fahren. Aber der eigentliche Zweck ist, wie eben angesprochen, oder die eigentliche Idee ist, dass wir dem Fahrzeug, der Person folgen. Mhm. Das sieht man hier vorne. Das ist auch unsere eigentliche Kernkompetenz, die Autonomie. Bei uns ist das sogenannte Platon-Kit hier installiert, dass die Autonomie über die Autonomie verfügt. Wir sehen hier ein Stereo-Vision-System, also kamerabasiert. Da ist eine Personenerkennung drin, die den Soldaten erkennt und dem Fahrzeug dann quasi, sagen wir mal, im nächsten Schritt dann sagt, fahre diesen Soldaten hinterher. Okay. Vorteil, es ist rein kamerabasiert, wir brauchen kein GPS, keine aktive Sensorik, weil der Soldat ist natürlich nicht begeistert, wenn er ein strahlendes Weihnachtsbaum
hinter sich her wandern hat, den der Feind sofort sieht auf 2 Kilometer, genau, wenn er Nachtsichtgerät anschaltet. Gerade wenn Nachtsichtgeräte und Thermaloptiken immer mehr verbreitet sind, die natürlich ein großes Aufklärungsrisiko bürgen, ja, dem System kommt ihr damit zuvor. Genau. Wir haben auch weitere Fähigkeiten drauf. Dann wieder mit Aktivsensorik und GPS, wenn das Fahrzeug komplett alleine unterwegs ist, dann brauchen wir diese Sensorik für eine bessere Situation Awareness, bessere Objekterkennung, Klassifikation. Ist aber nicht ganz so dramatisch, weil dann keine Soldaten in der Nähe sind. Vorteil von dem System ist auch tatsächlich, es ist komplett fahrzeugunabhängig. Also die Box, die Sie jetzt hier sehen, die ist so auch in anderen Fahrzeugen schon installiert worden, zum Beispiel in einem Themis, okay, mit der KMW zusammen. Und aber auch zum Beispiel in Finnland mit der Firma Patria auf einem AMV 8x8. Also wir bewegen uns hier von 350 Kilogramm bei diesem Fahrzeug Kette bis hoch zu 30 Tonnen Radfahrzeugen aktuell. Der Wahnsinn. Wir haben gerade eben das Thema Aufklärung und Aufklärungssensorik angesprochen. Schauen wir uns doch einmal an, was da oben auf der Ladefläche alles möglich ist. Natürlich haben wir, bitte korrigieren Sie mich da, eine große Ladefläche, denn wir möchten natürlich im besten Fall die ganze Schlepparbeit der Truppe abnehmen. Die bietet sich aber auch an, um zum Beispiel, und wir sehen es hier, glaube ich, das Zippermast-System zu nutzen. Genau. Wir versuchen also eine klare Trennung hier zu machen von Mobilität und Funktionalität und machen deswegen eine möglichst modulare Payload drauf. Das heißt also auch diese ganze Platte mit den Seitenkästen und dem Zippermast lässt sich innerhalb von ein paar Minuten eigentlich demontieren und eine neue Payload oben drauf tun, damit das Fahrzeug eine neue Rolle haben. Hier richtig erwähnt haben wir jetzt die Variante zur Aufklärung mit dem Zippermast. Ja. Das ist ein tolles System, weil es relativ leicht ist für unser kleines Fahrzeug hier. Auch wenn wir eine Payload von 500 Kilogramm haben. Aber das System ist sehr kompakt, passt da ja sehr, sehr gut drauf. Wir können in dieser Version des Zippermasts bis 6 Meter hochfahren. Ja. Ja, dementsprechend hat der Soldat eine gute Aufklärung über das Gebiet. Das ganze System ist auch in das Battle-Management-System angebunden. Das heißt, der Soldat braucht jetzt nicht 3 oder 4 Systeme, um alles zu steuern, sondern er hat ein Tablet mit dem Battle-Management-System. Kann das Fahrzeug darüber steuern, kann dann in Zukunft auch den Zippermast steuern und sich auch von der Optronik aus das Bild im Battle-Management-System anzeigen lassen. Jetzt haben wir gerade über den Zippermast gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange. Wir sprechen über den Air Scout. Genau. Da oben haben wir jetzt also eine Optronik drauf. Und in dieser Konfiguration hier läuft eine KI-Erkennung von der Firma Valaris, aha, auf dem System. Das ermöglicht, Drohnen in der Luft automatisch rein bildbasiert zu detektieren. Natürlich macht das Sinn, weil obwohl dieses System ja so kompakt und es sieht tatsächlich sehr viel schwerer aus als nur 350 Kilo, also da gutes Gewichtsmanagement, aber natürlich diese Systeme sind natürlich risikobehaftet bezüglich Luftaufklärung. Genau, und weiterhin haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Lageinformationen zu dieser Drohnendetektierung an das Battle-Management-System weiterzuleiten und dann eventuell dann auch eine Bekämpfung einzuleiten, zum Beispiel mit unserem HPM-System oder Jammer oder anderen Systemen, die wir dann im Feld haben. Und von dem Einsatz auf dem Boden geht es jetzt im nächsten Schritt in die Luft. Wir gucken uns die neueste Entwicklung im Bereich Loitering Ammunition an. Herr Wolf, erstmal an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke. Vom Boden der Tatsachen, vom Ziesel, von dem Bereich Unmanned Ground Vehicles geht es nun hoch in die Lüfte zusammen mit dem Herrn Teufert-Schulz. Herr Teufert-Schulz, erstmal Servus, vielen Dank für Ihre Zeit. Wie gefällt Ihnen die Messe bis jetzt? Ach, hervorragend. Die Enforce Tech ist wieder ein Treffen wie jedes Jahr, wo viele, viele bekannte Gesichter sieht. Man führt tolle Gespräche, jetzt noch in einem anderen Maßstab, also kann mich nicht beklagen. Wunderbar. Heute sprechen wir über die nächste Generation der Wirkmittel zur Panzerabwehr. Wir sprechen über das Thema Loitering Ammunition und bei Ihnen ganz heiß die Libelle. Was sind die Features für die Libelle? Welches Problem löst sie im Speziellen? Die Libelle ist aus einem ganz konkreten Problem heraus entstanden, nämlich dass wir nach einem Wirkmittel gesucht haben, welches wir dem abgesessenen Soldaten mitgeben können und das Kampfpanzer bekämpfen kann, nicht nur die heute da sind, sondern die morgen und übermorgen kommen. Wir reden da ganz speziell um das Problem der aktiven Schutzsysteme, abstandsaktive Schutzsysteme zu überwinden für einen einfachen abgesessenen Soldaten, ohne sich selbst zu sehr zu exponieren und sein eigenes Leben zu gefährden. Warum ist die Zeit der High-Value-Units, die Sie zur aktiven Zeit zur Panzerabwehr haben, warum wird die immer kürzer im Gefechtsfeld? Die Digitalisierung hat auch bei den Kampfpanzern Einzug gehalten. Diese Systeme sind durch den Markt weg immer mehr mit Sensoren ausgestattet. Die haben gegebenenfalls Gegenmaßnahmen gegen abgesessen kämpfende Kräfte wie Waffenstationen an Bord. Und dadurch wird es umso wichtiger, den Soldaten aus der Gefahrenzone herauszunehmen und dem Ziel zu wenig Zeit wie möglich zu geben, zu reagieren. Und genau diese Lücke schließt die Libelle. Wie? Richtig.
Wir setzen im Kern auf einen Gefechtskopf, der eigentlich bei uns schon lange Tradition hat und den wir weiterentwickelt haben mit einem explosiv umgeformten Geschoss. Das heißt, der Gefechtskopf ist in verschiedenen Produkten bereits in Nutzung, wie die Bälle selbst nicht. Und wir können dieses System über den Kampfpanzer bringen, unseren Gefechtskopf, und mit einem Abstand von über 100 Metern zünden. Und das Ganze kann der Soldat aus der sicheren Deckung mehrere Kilometer entfernt tun, ohne sich selbst und sein Leben zu gefährden. Jetzt hat die Libelle nicht nur einen sehr speziellen Wirkkopf, sondern auch ein sehr spezielles Antriebssystem. Ja. Die Herausforderung war in der Tat, wie kriegen wir den Gefechtskopf über den Kampfpanzer? Mhm. Und wir haben längere Zeit gesucht, und heutzutage ist es naheliegend, man macht das mit einem Drohnenantrieb, mit einem UAV. Nur sind die meisten UAVs dafür nicht geeignet für einen infanteristischen Einsatz, wenn es um kompakte Bauweise und Nutzlast geht, verwendet zu werden. Wir sind dann auf einen Partner gestoßen, der solche koaxialen Antriebssysteme baut, die kompakt in zylindrischer Form transportiert werden können, die keine Aufbauzeit benötigen und uns extrem viel Traglast geben für unseren Gefechtskopf und für alles andere, was dazugehört. Was versteht man oder was muss man sich vorstellen unter dem Begriff signaturlosen Starten? Signaturlosen Start ist zum einen, man kann dieses Gerät anders als bei anderen Produkten komplett ohne Startvorrichtung starten. Es startet lediglich durch den Antrieb seiner Rotorblätter. Man kann es aus Startvorrichtung heraus starten, wenn man über Fahrzeugintegration redet. Da wird es auch nicht heraus verschossen oder mit Druckluft oder pyrotechnischen Mitteln, sondern lediglich auch durch die Kraft und die Geräuschemission der Rotorblätter. Jetzt würde ich noch gerne das Thema Mehrfachbenutzung ansprechen. Loitering Ammunition hat den großen Vorteil, dass sie nicht aktiv erstmal ein Ziel zugegen haben muss. Sie kann lange in der Luft beweilen. Manchmal gibt es natürlich auch den Fall, dass sich kein Ziel darbietet. Kann diese Vorrichtung auch wieder landen? Aus technischer Sicht ist es möglich, dass man das System zurückholt, wieder sichert und einsetzt. Das hängt jedoch von den rechtlichen Regularien in den jeweiligen anderen Ländern ab. Herr Teufert-Schulz, erstmal vielen Dank für die Vorstellung der Libelle, die nächste Generation der aktiven Wirkmittel zur Panzerabwehr darstellt. Und aus der Luft geht's jetzt gleich wieder im nächsten Take zum Boden der Tatsachen zurück. Vielen Dank. Aus luftigen Höhen mit der Libelle auf dem Boden der Tatsachen. Der M-Razor zeigt, was für die High-Value-Units, über die wir gerade eben noch bei der Libelle gesprochen haben, überhaupt möglich ist als Plattform. Richtig. Wir haben uns den M-Razor mal als Basis genommen, als leichtes Fahrzeug im militärischen Einsatz, um zu zeigen, wie viel Wirkung und Mobilität eigentlich möglich sind auf engstem Raum. Das heißt, die Mobilität ist ganz klar durch ein geländegängiges Fahrzeug gegeben. Und wir haben hinten als Beispiel 6 Libellen. Gehen wir mal hin? Ja, gehen wir hin. Als Startbehälter hier für 6 Libellen, der sowohl von dem Fahrzeug genutzt werden kann, als auch, dafür sind die Griffe da, abgesetzt werden kann und aus der Distanz genutzt werden kann für automatischen Start und Einsatz der Libellen. Für, wie gesagt, bis zu 6 Kampfpanzer zu bekämpfen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, die Libelle befindet sich gerade in den Händen. Wir wollten gerade signaturlos starten, jetzt sind wir aufgeklärt worden. Jetzt müssen wir schnell weg. Wo packen wir sie hin? Dafür gibt es Taschen, wo die entweder schon vorverpackt sind zum Transport, wenn man schnell absetzen muss, oder halt, wenn man die Systeme lieber abgesessen mitführen möchte, sie in die Systeme Taschen zu verpacken. Und damit wir nicht aufgeklärt werden, damit wir genug Zeit zum Beispiel zum signaturlosen Start der Libelle haben, haben wir hier oben die Dillen. Was kann sie, beziehungsweise wo ist sie dran angeschlossen? Ja. Die Dillen ist in einer Waffenstation angeschlossen von der Firma EOS, das ist ein Partner von uns. Und mit den beiden Systemen zusammen, in Verbindung mit einem Radar, haben wir ein sehr, sehr leichtes Drohnenabwehrsystem auf dieses Fahrzeug installiert, was dazu in der Lage ist, das Fahrzeug zu schützen und die Besatzung. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu einem qualifizierten Drohnenabwehrsystem, aber im Bereich Selbstschutz ist das mehr als normalerweise möglich ist für so leichte Einheiten. Und jetzt schließen wir den Kreis, denn wir zeigen auch noch einmal, wo im Battlefield Management System das Ganze zusammenkommt. Das haben wir vorne auf dem Beifahrer verpackt. Da gehen wir auch mal hin. Das Herzstück quasi, das Battlefield Management System. Ja. Was kann es wozu brauchen? Das ist in erster Linie eine Lagekartendarstellung, um den Soldaten die Möglichkeit zu geben, sagen wir, sich selbst zu orientieren und sich selbst in der Lage zurechtzufinden. Aber auch, um die Libellen zu steuern. Aber auch die EOS, die Waffenstation, einzuweisen auf Ziele, die vielleicht von höheren Kommandoebenen vorgegeben werden oder die das Radar selber aufgenommen hat. Und gleichzeitig noch den Ziesel zu beobachten, der hinten dran noch die Logistikprobleme oder die Logistiklücken
für die High-Value-Units schließt. Herr Teufelschulz, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch eine großartige Messe. Vielen Dank.